Alter, ist es schnell, wenn es rennt. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe Flash gefunden in Minecraft, wollte ich gerade sagen, in Ark. Das ist auf jeden Fall Flash in Ark. Guckt euch an, wie schnell der ist. Bestimmt 300 Milliarden kmh schnell oder so. Und damit herzlich willkommen zu einer Folge Ark Mod Testen. Und Lukas1237, ich nenne dich einfach mal nur Lukas, hat mal wieder in ein Video, und zwar in mein letztes mit dem King Kong Battle, geschrieben, dass ich den Dings, wie heißt jetzt nochmal? Oh, ich bin so klug. Random Monster Mod vorstellen soll. Und ja, Leute, ihr habt zwar ein paar andere haben zwar auch noch ein paar neue Vorschläge geschrieben, aber ich erkläre euch mal kurz, wie das ab jetzt abläuft. Denn es sind immer ein bisschen zu viele Vorschläge, als dass ich sie alle sofort machen könnte. Deswegen mache ich das so: alle, die ich mit einem Herz markiere, heißt, dass ich die Vorschläge gut finde. Das heißt aber nicht, dass ich sie mache, sondern ich markiere mir welche raus und aus denen nehme ich dann immer einen Vorschlag, der mir am besten gefällt. Und das war in dem Fall halt der Random Monster Mod. Ich wollte den früher eigentlich schon mal vorstellen, aber damals gab es noch fast keine Kreaturen. Da gab es, glaube ich, nur drei Kreaturen. Aber jetzt gibt es schon um einige mehr. Hier sind zum Beispiel die kleinen davon. Die großen mache ich dann nochmal extra. Und ja, ich stelle euch den jetzt einfach mal vor. Also das erste Tier, was wir hätten, ist ein Werwolf. Den könnt ihr euch hier nochmal richtig krass angucken. Und ich reite einfach mal auf dem. Ja, der ist relativ schnell. Die Attacken sind halt einmal dieses Schlagen und Jaulen. Ich weiß nicht, was das Jaulen bringen soll. Aber ja, das sind die einzigen Attacken von dem. Der hat 2000 Leben ungefähr. Sind alle auf Level 1. Wenn ich das so zeigen kann. Und ja, ist jetzt auch nicht so stark oder so. Dann hat der Typ noch hier ein Hippo hinzugefügt. Ach, übrigens, in dem Random Monsters Mod werden einfach irgendwelche mythologischen Tiere, irgendwelche Tiere oder Tiere aus anderen Filmen oder Spielen hinzugefügt. Und ja, zum Beispiel auch das Hippo. Und wie reite ich bitte auf dem? Okay, ich reite genau auf den Kopf. Das ist auf jeden Fall ziemlich langsam. Alter, ist es schnell, wenn es rennt. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe Flash gefunden in Minecraft, wollte ich gerade sagen. In Ark. Das ist auf jeden Fall Flash in Ark. Guckt euch an, wie schnell der ist. Bestimmt 300 Milliarden kmh schnell oder so. Da hinten sind Quallen. Kommen die zu mir? Oh. Wenn ich im Wasser bin, ein bisschen. Wie? Oh, der hat noch nicht mal eine Schwimmanimation. Was für ein schlechtes Hippo. Was ist denn ein Hippo ohne Schwimmanimation? Kannst wenigstens angreifen? Ja, es hat eine Angriffsanimation. Krass, kannst noch irgendwas auf Rechtsklick oder auf C, kannst springen? Nein, okay. Das war's vom Hippo. Das Hippo ist jetzt nicht sonderlich toll. Dann haben wir hier noch den Wyrn. Der heißt einfach nur Wyrn. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ich weiß nicht, aus welchem Film oder Spiel der ist. Aber ich glaube, er ist erst in einem Film. Obwohl, doch, ich glaube, ich habe den schon mal irgendwo gesehen. Aber ich weiß nicht wo. Ja, ist auf jeden Fall groß genug, dass man drauf reiten kann. Der rennt auf jeden Fall so. Der war, glaube ich, die erste Kreatur in diesem Mod. Der kann nicht fliegen. Was kann er als Angriff? So, einmal beißen und sonst nichts. Auf R, auf T, auf U, auf O, auf P. Okay, dann wohl nicht. Er kann also nur diese eine Attacke hier. Wie stark ist der denn so? Er hat 200 Leben, der ist jetzt auch nicht gerade das Stärkste. Das ist auf jeden Fall der Wyrn. Dann kommen wir als nächstes zur. Wie hieß das jetzt nochmal? Chimäre. Wenn ihr Chimäre nicht kennt, das ist ein mythologisches. Aus dem Griechischen, meine ich, glaube ich, ja. Ein griechisches Wesending, das ist halb. Das ist Drittel Löwe, Drittel Ziege und Drittel Schlange. So ist es, nur dass das hier ein bisschen verkrüppelt aussieht. Also laut den ganzen Büchern und sonstigen Sachen, die ich früher von der Chimäre gesehen habe, sah die auf jeden Fall nicht so aus. Hat auf jeden Fall diesen Schlangenkopf als Schwanz. Aber ich glaube, sie hatte nur einen Ziegenkopf mit Mähne und einen Löwenkörper, aber egal. Das ist die Chimäre, die hat übrigens hier so ein richtig krasses Sixpack. Guckt euch das mal an. Hier so einen Bauch möchtet ihr auch haben, oder? So mit richtig krassem Sixpack und das ist ja, ja, was geht mit der? Die ist eigentlich recht schnell. Die Reanimation ist auf jeden Fall cool. Was kann das denn so? Okay, wie greift die denn an?
Ah, okay. Kann sie sonst noch was? Die kann noch rammen. Kann die auf C? Ja, natürlich. Den Schlangenkopfbiss, kann die springen? Nein, die kann nicht springen. Okay. Wie stark ist so eine Chimäre? Schon etwas stärker. 13.000 Leben auf Level 1. Ich glaube, das ist so ein kleiner Mini-Boss oder so. Oder auch nicht unbedingt, aber ja. Das haben wir von der Chimäre. Und jetzt zu einem meiner Favoriten aus diesem Mod, der Xeno Crusher. Wer Xenomorphs nicht kennt, ich habe von dem früher mal ein Dino Battle gemacht mit der Xenomorph Queen, mit dem Mod, der da war. Und ich finde Xenomorphs einfach richtig cool. Das ist aus dem Film Alien. Wer den kennt ihn. Wer nicht, der nicht, der muss ihn dann noch gucken. Der ist auf jeden Fall richtig cool und ich finde Aliens insgesamt auch cool. Und es gibt halt von den Aliens in diesem Film verschiedene Arten. Es gibt halt einmal das normale Xenomorph, dann gibt es halt zum Beispiel noch eine Xenomorph-Drohne. Sowas halt, und es gibt halt Xeno Crusher. Und die haben halt hier so einen fetten Platten-Dings da und sind so ein bisschen so, sag ich mal, wie Nashörner, die rammen halt. Deswegen auch Xeno Crusher. Die rennen einfach zu und dann, ja, rammen die halt auf ihre Gegner. Und der hier ist richtig schnell, der kann springen. Ich guck mir mal seine Sprunganimation an. Ja. Mal gucken, ich weiß nicht, ob der irgendwas greifen kann oder so. Dann, erster Angriff ist dieser Sprung. Kann der noch irgendwas? Okay, nee, aber hier guckt euch mal den Schwanz an, der ist auch gut animiert. Wie viel Schaden macht er denn? Macht er mit dem Sprung Schaden? Nee. Er kann auch nur diese Attacke. Sie hätten noch reinbauen können, dass wenn man mit dem schnell gegen Gebäude rennt, dass man dann damit das Gebäude zerstören kann, also ein bisschen. Okay, der scheint nicht allzu stark zu sein. Ja, nur 200 Leben und so. Ist auch einfach nur eine Kreatur, die so in der Wildnis vorkommen kann. Und einer Vanilla-Kreatur gleichgesetzt ist. Ja, als nächstes haben wir den Basilisken. Wer Basilisken nicht kennt, die sind auch ein ja, mythologisches Wesen. Bei einem Basilisken hat man, glaube ich, früher gesagt, er war der Herr der Schlangen oder sowas. Und wenn man ihm in die Augen geguckt hat, ist man versteinert. Den gibt es zum Beispiel auch in Harry Potter, nur dass es da eine riesige Schlange ist. Und wenn man ihr in die Augen guckt, stirbt man. Und wenn man ihr durch einen Spiegel oder so in die Augen guckt, dann versteinert man. Aber beim alten, normalen Basilisken war es einfach so, dass man insgesamt versteinert, wenn man ihm in die Augen guckt. Und ja, der ist relativ schnell. Das ist irgendwie so eine Mischung aus Huhn, Schlange, Drache. Ja, was kann er denn für Attacken? Ja, er kann einmal beißen. Und einmal einen Schwanzschlag. Da kann er. Was? Der kann kratzen, okay. Der kann aber nicht springen. Nee, kann er nicht. Der rennt nur und mal gucken, ob ich mir den Quallen aufnehmen kann. Okay, nee, kann ich nicht. Okay, einen habe ich getötet. Ist der Effekt jetzt vorbei? Ja. Oh. Achso, mein Hippo greift mit an. Ja, ich habe die Quallen umgebracht. Das ist doch mal was Schönes. Und ja, das war es eigentlich auch schon vom Überlisten. Ich glaube kaum, dass er Sachen versteinert kann. Versteinern kann. Und ja, dann geht es jetzt erstmal weiter. Mit dem Ding würde ich sagen, wie heißt es denn? Das ist ein Baku. Ein Baku ist irgendeine seltsame Mischung aus Elefant, Leopard und Löwe. Keine Ahnung, ob das aus einem Spiel ist oder so. Ja, sieht jetzt auch nicht sonderlich toll aus vom Rennen her. Also es hat zwar eine gute Rennbewegung, ist aber nicht sonderlich schnell. Was hat es denn für Attacken? Also die Attacke ist sehr langsam. Auf Rechtsklick und C nichts. Okay, er kann nur diese eine Attacke. Aber er macht dafür relativ viel Schaden mit der Attacke. Achso, warte. Wie viel Leben hast du denn? Ja, 200 Leben. Die meisten haben hier wahrscheinlich 200 Leben von den Kleinen. Und jetzt zum Ripper Dog. Der meiner Meinung nach eigentlich recht komisch aussieht. Sieht aus wie so ein Höllenhund. Ja, der ist auf jeden Fall etwas schneller als andere. Was hat er für Attacken? Der guckt sich auf jeden Fall einfach mal so um, wenn er einfach nur steht. Der ist, glaube ich, aus einem Spiel. Der kann einmal so beißen. Was kannst du noch? Okay, nichts. Da auch nichts. Okay, er kann nur beißen und springen. Ja, die meisten kleinen Kreaturen können hier nicht so viel. Die großen wahrscheinlich auch nicht so viel tolle Attacken. Aber ja, das war's auch schon vom Ripper Dog. Noch gucken, wie viel Stats der hat. Der hat schon mehr Leben, 1470.
Und ja, ich würde sagen, jetzt kommen wir mal zu den fetten, dicken Brocken. Und hier bin ich dann auch schon wieder. Ich mache kurz noch Players Only aus. Und dann nähern wir uns jetzt schon den etwas größeren Kreaturen. Warum kommt hier so eine Musik? Na egal. Da hätten wir zum Beispiel einmal den Stone Golem. Der ist einer von ein paar Golems. Der ist relativ groß. Der kann einmal hier dieses schlagen. Das kann er dann noch. Mit der Faust hier so. Und er kann so einen krassen Hulk-Klatscher da. Kann der springen? Nein. Achso, warte. Ich gucke mir noch kurz die Stats an. Ja, 40.000 Leben ist schon ein bisschen was. Dann gibt es hier noch einen Eisgolem. Und bei den ganzen Golems finde ich auch gut, dass die Köpfe irgendwie anders platziert sind. Weil bei dem ist der hier so halb im Bauch. Bei dem ist der so ganz drin. Und bei dem sitzt der halt normal oben drauf. Dann mal gucken, was der Eisgolem so kann. Könnte ich bitte auf die Reiten? Danke. Für den hat man ein bisschen größeres Sichtfeld als für den. Aber dieser ist auch nicht zu gut. Er kann einmal schlagen. Dann kann er einmal seine Hände abschießen. Und so einen krassen Doppelkick. Der hat auch 40.000 Leben. Ich glaube, die haben einfach alle 40.000 Leben. Wahrscheinlich macht der hier einfach Eisschaden oder so. Der macht einfach viel Schaden und der macht wahrscheinlich Feuerschaden. Ja, das hier ist auf jeden Fall der Feuer. Golem. Kann man einmal so schlagen. Auf C kann er wohl nichts. Was ist das? Hä? Ah, okay, dann kickt er damit wohl so. Ach so, der tackelt da so weg. Lass mich raten, der hat auch 40.000 Leben, ja. Das waren auf jeden Fall die Golems schon mal. Von den großen Kreaturen. Dann haben wir hier noch die Giant Crab. Mal aufsteigen. Die ist nicht besonders schnell. Hat, glaube ich, auch nur eine Attacke. Okay, nee, hat sie nicht. Sie kann einmal so zwicken und einmal. Einmal mit der linken, einmal mit der rechten und dann mit beiden. Kann ich hier gleich mal ein paar Zoolophos hier ausprobieren. Habe ich jetzt den Bronto angegriffen? Nein. Die ist auf jeden Fall ziemlich langsam. Hat nur 17.000 Leben. Ist jetzt auch nicht allzu stark. Und die hat so leuchtende rote Augen. Und dann habe ich hier noch eins, das habe ich bei den Kleinen vergessen. Das ist das Sea Monster. Das war auch einer der ersten Dings hier. Ich glaube, das ist aus einem Videospiel. Aber guckt euch das mal an. Das spaltet hier seinen Kiefer und hat so eine eingerollte Zunge. Ist auf jeden Fall schon recht cool. Vor allem der Schwanz ist auch gut animiert. Und ja, es ist auf jeden Fall relativ schnell. Ja, es ist sogar schneller als fast alle anderen. Kann springen. Ja, es kann springen. Und es macht unglaublich viel Schaden für so ein kleines Monster. Also das würde man nicht erwarten bei dem. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, wie die Beißanimation aussieht. Da spaltet sich so der Kiefer und dann zerreißt es da irgendwas. Kann das noch irgendwas? Okay, nee, das ist die einzige Attacke von dem. Aber ich kann ja mal gucken, wie viel Schaden die verursacht. Nicht an dem Bronto. Was greift er gerade an? Nichts? Okay. Gibt es hier nicht irgendwo Kreaturen, die ich angreifen kann? Nicht? Okay, da muss ich hier was hinspawnen. Ich spawn einfach mal einen Raptor. Okay, das macht 489 Schaden. Ist jetzt auch nicht wieder allzu viel. Aber für so ein kleines Monster, finde ich, ist es schon relativ, ja, gut. Und es ist, glaube ich, auch im Wasser schnell oder hat es eine Animation? Es läuft unter Wasser einfach. Ja, okay, es kann unter Wasser laufen, das ist toll. Ja, okay, unter Wasser kann sonst nichts. Okay, es hat keine Schwimmanimation. Es läuft einfach unter Wasser. Und ja, dann als nächstes hätten wir wieder eine Kreatur aus dem alten Griechenland, und zwar die Hydra. Die hier ein bisschen anders umgesetzt ist, als ich so hier sonst immer gesehen habe. Ja, eine Hydra ist nämlich bekanntlich ein Drache, meistens mit mehreren Köpfen.
Bei manchen sagen ist es auch so, dass sie immer nur einen Kopf am Anfang hat, aber bei der Hydra heißt es, wenn man einen Kopf abschlägt, wachsen an dieser Stelle zwei neue nach. Das ist hier in Ark leider nicht so, das geht noch nicht, aber vielleicht wird es in irgendeinem späteren Mod mal kommen, dass sowas geht. Aber bis jetzt haben wir nur die dreiköpfige Hydra hier. Und ja, ich werde sie einfach mal testen, wie die denn so ist. Die ist auch relativ schnell. Da können wir es gleich mal am Oviraptor ausprobieren, wie Schaden die denn macht. Hä, hey, das ist ja geil. Guck ich das mal an, alle drei Köpfe greifen bei der an. Hier, zuerst der mittlere und dann die zwei von der Seite. Kann er noch irgendwas? Okay, es ist eine Doppelattacke wieder und... Okay, sie kann Feuer spucken. Die spucken alle verschiedenes Feuer. Das von dem rechten sieht man nur irgendwie nicht richtig. Das ist aber rot. Wir können ja mal kurz ausprobieren, wie viel Schaden das macht an diesem Dodo hier. 164 nur. Okay, das ist nicht sonderlich viel. Da hinten sind noch meine anderen Kreaturen von vorhin. Wie viel Leben hat die Hydra denn? 20.000. Ja, das ist schon eher so eine kleine Challenge. Aber da haben die Golems trotzdem noch mehr. Ja, das war auf jeden Fall die Hydra. Und jetzt kommen wir zum Wächter des Höllentors. Cerberus. Ja, Cerberus ist nämlich ein Höllenhund von Hades. Wer sich mit so griechischem Zeug nicht auskennt, Hades ist der Gott der Unterwelt und das ist der Wächter des Höllentors, glaube ich, oder dem Tor zu Hades. Ist auf jeden Fall Cerberus, ist ein dreiköpfiger Hund, ein riesiger. Und ja, sieht auf jeden Fall hier richtig cool aus. Ist nicht sonderlich schnell für seine Animation, also für seine Größe ist er eigentlich recht langsam. Aber ja, ich kann den Bronto von hier erwischen. Was für eine fette Reichweite hat der denn? Ich kann den Bronto von hier erwischen. Ja, nachher noch so ein Angriffssprung. Nein, jetzt. Die ganzen Kackkreaturen. Na egal, kann er da noch irgendwas? Und er kann natürlich Feuer spucken, wie sich für einen Höllenwächter gehört. Ohne Feuer spucken geht bei einem Höllenwächter ja gar nichts. Und das sieht relativ cool aus. Kann er springen? Nein, kann er nicht. Aber ich kann hier mitspringen. Und ich kann die von hier erwischen. Kann ich den hier erwischen? Ich. Guckt euch mal an, was der für eine Reichweite hat. Ich kann hier einfach ins Meer reinbeißen und einfach. Guck, ich habe schon wieder irgendwas erwischt, obwohl ich nicht weiß, wo das ist. Kann ich mit dem Feuer auch so weit erwischen? Nee, wahrscheinlich nicht. Hat der eine Schwimmanimation? Nein. Doch. Relativ. Nein, eigentlich nicht. Kann der unter Wasser Feuer spucken? Ja, kann er. Okay. Ja, das war's eigentlich auch schon mit den großen Kreaturen. Und jetzt kommt, zeige ich euch noch die zwei Bosse aus diesem Mod. Und ich würde sagen, bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Und die zwei Bosse hier sind einmal der Kraken. Ich mache mal kurz Players Only aus. Das sind einmal der Kraken und der Broodlord. Und ja, das ist entweder der Mann von der Broodmother, wenn man es so sehen will, oder einfach nur irgendwas aus einem anderen Spiel. Ich glaube aber, der ist aus einem anderen Spiel. Schaut ihn mal an. Ich kann mal kurz hochfliegen in sein Gesicht. Könnt ihr euch seine lange, lapprige Zunge angucken. Und seinen Kopf auch. Und ja, der hat auf jeden Fall vier riesige Hände mit irgendwelchen scharfen Klauen dran. Ein bisschen Panzerung so auf dem Rücken. Hier so aus irgendwelchem Knochenzeug und so. Und ja, mal gucken, was der so drauf hat. Also er ist einmal nicht sonderlich schnell. Was kann er denn sonst noch? Ach, Mann, ist die Kamera hier bei dem Kacke. Der kann einmal so angreifen, dass es nur ein einziges Mal klicken. Dann macht er diese krasse Attacke hier. Auf rechts kann er nichts und auf C auch nichts. Alter, ist der gut. Der kann also nichts. Okay, der ist also doch kein Boss. Der hat nur 1100 Leben. Der ist relativ schwach. Okay, als der mal rausgekommen ist, war der noch stärker, glaube ich. Der ist also kein Boss, aber er sieht trotzdem cool aus. Aber jetzt kommen wir zum Boss. Guckt euch an, er hat sogar eine Bossbar oben. Und das ist der Kraken. Und der Kraken ist dieses Monstrum hier mit diesem komischen Mund da. Ich weiß nicht, ob der aus dem Spiel ist, aber ja, guckt euch mal an, wie wir da drauf platziert sind, wenn wir auf ihm reiten. Genau auf diesem Stachel. Und ja, seine Tentakel, guckt euch die an und guckt euch diesen Mund an. Ja, der ist nicht sonderlich schnell auch. Als Angriff kann der einmal so schlagen. Damit habe ich gerade Bäume gefällt und einmal so wischen über den Boden. Damit habe ich noch einen Baum gefällt und der kann so wischen und schlagen. Ist richtig toll, er kann aber nicht springen.
Er hat 300.000 Leben, also 100.000 Leben mehr wie die normalen Bosse. Und er ist auf jeden Fall relativ stark. Kann der eigentlich schwimmen, frage ich mich, weil es ist ja ein Kraken, also sollte er eigentlich. Oder Kraken. Und ja, mal gucken, ob der schwimmen kann oder nicht. Ich werde einfach mal die Qualle da hinten töten. Hat der bitte eine Schwimmanimation mal? Erstmal Qualle töten. Da ist sie weg. Und er hat zwar keine Schwimmanimation, aber er ist im Wasser relativ schnell. Er ist sogar sehr schnell im Wasser. Für so ein massiges Ding. Und dann kann ich ja alles pulverisieren. Mal gucken, wie viel Schaden der so macht. Also 1000 hat er da vorne gemacht. Wie viel macht er denn mit der Attacke hier so? 3000 mit Vision und den Rest habe ich nicht getroffen. Da hinten sind mehr Fische, da kann man es besser ausprobieren. So, 3000 und keine Ahnung, ist mir auch egal. Ja, das ist auf jeden Fall der Kraken. Der Kraken. Und ja, ich mache, glaube ich, mal ganz kurz. Ich spawn hier mal einen wilden Kraken und lasse alle meine Gezähmten, außer den hier natürlich, den mache ich weg, gegen so einen Kraken kämpfen. Mal gucken, ob die das schaffen. Und da habe ich schon alle meine Kreaturen in einem Kreis. Ben, jetzt lass mal das Kabel von meinem Headset in Ruhe. Der sitzt nämlich gerade neben mir, der alte Bene. Hallo. Und ich habe jetzt die alle hier um den Kraken aufgestellt. Ja, ich muss auf jeden Fall erstmal hier. Fehlt dieses Ziel angreifen. Hat das markiert? Keine Ahnung. Und ich wollte hier bei dem Baku noch was zeigen. Guckt euch mal an, wie geil der einfach springt. Beste Animation für einen Sprung. Finde ich. Findet ihr nicht auch? Der streckt seinen Arsch in den Himmel und schießt dann da so einen Kackeklump raus. Naja, egal. Auf jeden Fall werde ich mal sagen, wir fangen an. Und Ben, der ist so lahm, weil der halt so lahm ist. Mit dem Kampf. Mal gucken, ob die das schaffen. Ich glaube zwar eher nicht, aber mal gucken. Die schmeißen den auf jeden Fall erstmal durch die Gegend. Und das Seemonster hier muss auch was machen. Die Golems sind so richtig, die haben so viel Leben und machen wahrscheinlich auch relativ gut Schaden. Aber die sind so langsam. Guckt euch die mal an. Guckt, der Cerberus, der kommt nicht durch die durch, weil die bilden so eine langsame, fette Mauer. Die ganzen langsamen Dinger da. Obwohl Cerberus eigentlich schneller ist als die. Er rennt der Kraken weg. Warum rennst du weg, Kraken? Kämpf gegen uns. Kämpf wie ein Mann. Oh, okay. Tschüss. Ich hole mal mein Seemonster. Damit. Warum bist du jetzt gestorben? Och, der ist einfach zu schwach. Der ist zu ausgepowert gewesen vom Laufen, von dieser langen Reise. Schon seit 3 Tagen laufen die hier lang und er ist einfach verhungert. Den kann ich gleich essen. Da habe ich was zu essen. Auf in den Kampf. Warum bist du jetzt auch gestorben? Mann, der Kraken hat so eine riesige Reichweite auch anscheinend. Meine Krabbe ist schon ganz vorne an der Front und kämpft fleißig. Die Golems sind inzwischen auch schon da. Und da ist meine Krabbe auch schon wieder weg. Und da sieht man auch schon, was die stärksten aus diesem Mod hier sind. Die Hydra auf jeden Fall nicht. Das sind nämlich Cerberus und die ganzen Golems. Wie viel Leben hat Cerberus eigentlich? Das habe ich gar nicht geguckt, glaube ich. 50.000, oder? Oder 500.000? Komm 500.000! schnell. Oha! Cerberus hat mehr Leben als der Kraken. Cerberus ist ja richtig OP. Und der Feuergolem ist schon gestorben. Hallo? Lasst ihr mich mal dahin? Die Musik spielt hier gerade ein bisschen verrückt. Kannst du bitte jetzt zu uns kommen, Kraken? Kämpf gegen uns. Kämpfe. Cerberus, greif an. Oh, ihr müsst alle angreifen. Oh, die sind so langsam. Ich glaube aber trotzdem auch nicht. Okay, doch. Ich glaube. Was hat er für ein Loch? Ich glaube, Cerberus würde es schon schaffen. Und guckt euch mal an, der hat hier auch so ein paar Krabbenscherne an der Seite. Ey, kannst du mich mal in Ruhe lassen, du Kraken. Aber ja, das würde, glaube ich, ein bisschen zu lange dauern. Deswegen würde ich einfach. Halt die Golems. Deswegen würde ich am liebsten mal auf meinen Cerberus draufgehen. Ja, sind die Golems schon tot? Ja, die. Da ist noch mein Hippo, das habe ich ganz vergessen.
Aber ich glaube, das kann mir auch nicht sehr viel mehr helfen. Wenn es ist tot, ja, jetzt ist es tot. Aber ja, ich würde dann auch sagen, das war's mit dieser Folge Arkmod Testen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr könnt mir natürlich auch wieder Vorschläge in die Kommentare schreiben. Und ja, ihr könnt auch ein Like da lassen, falls es euch gefallen hat. Falls ihr Bock habt, könnt ihr auch ein Abo da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.